Freitag, 8. Juni 2018, 16.58 Uhr beim DFB wird für die Nationalspieler in ihrer WM-Vorbereitung Yoga angeboten. Die Spieler könnten natürlich auch einfach zu Mario Gomez gehen. Der fast 33-Jährige ist nicht nur der Älteste im WM-Kader von Joachim Löw, er verströmt dieser Tage auch eine derartige Gelassenheit, dass er sich vom Verband durchaus als Entspannungslehrer anstellen lassen könnte. Seit 11 Jahren gehört Gomez der Nationalmannschaft nunmehr an. Er hat mit ihr Erfolge gefeiert, er hat durch sie jedoch auch die Täler eines Lebens als Fußballprofi kennengelernt. Die EM 2012 war wohl Gomez' bestes Turnier. Davon in Erinnerung geblieben ist aber nur der ätzende Kommentar von TV-Experte Mehmet Scholl über ihn, Gomez habe sich im Sturm fast wundgelegen. 4 Jahre zuvor vergab der Angreifer bei der EM 2008 eine Torchance gegen Österreich, die man eigentlich nicht vergeben konnte. Selten ist ein Angreifer danach so verspottet worden. Ich habe die Reaktionen nicht verstanden, alte Geschichten, 100-mal aufgewärmt, aber es hat lange gedauert, bis Gomez gelernt hat, damit umzugehen. 2008 reiste ich zur EM mit dem Gefühl, hier kommt der neue Superstar des deutschen Fußballs, und dann passierte diese Szene. Ich habe die Reaktionen danach erst überhaupt nicht verstanden, sagt er 10 Jahre später. Damals konnte ich überhaupt keine Gelassenheit aufbringen. Gomez und die Nationalmannschaft, dagegen ist eine Achterbahnfahrt Kinderkram. Bei jeder Einwechslung wurde er ausgepfiffen, jede unglückliche Situation verlacht. Und dann 2016 bei der EM war er plötzlich wieder der Halsbringer. Ohne seine Tore wäre Deutschland wohl gar nicht erst bis ins Halbfinale gekommen. Reuters Mario Gomez, er, vor seinem ersten Länderspiel 2007. Heute kann ich das alles viel besser einordnen, kanalisieren, dazu war ich mit Mitte 20 einfach nicht in der Lage, sagt er. Heute redet Gomez wie ein Elder Statesman der Nationalmannschaft, sagt, dass er schon glücklich sei, wenn er nur 3 Minuten Einsatzzeit bekäme. Es werden wohl mehr werden. Auch Joachim Löw hat Gomez immer mal wieder verschmäht. Zur WM nach Brasilien hat er ihn nicht mitgenommen, Gomez war zuvor verletzt, wähnte sich aber fit genug fürs Turnier. Der Bundestrainer sah das anders. Löw war über lange Zeit ohnehin kein Freund von Gomez' Strafraumspiel, er zog die schnellen, flexiblen Offensivleute vor. Aber gegen 163 Bundesliga-Tore, gegen 31 Treffer in der Nationalmannschaft ist es auch für Löw schwer, Argumente zu finden. Ein wenig wie auf der Ehrenrunde gegen Saudi-Arabien am Abend in Leverkusen, 19.30 Uhr ARD, Live-Ticker Spiegel Online, wird Gomez, sofern Löw ihn einsetzt, sein 75. Länderspiel bestreiten. Die WM in Russland wird sein 5. großes Turnier, im Mai ist er Vater geworden. Im Moment passt das alles sehr gut zusammen. Der vernünftige, abgeklärte Mario Gomez, der weiß, dass das Leben mehr ist als ein Ball und 2 Tore. Vielleicht wird es das letzte Turnier für den Stürmer. Ich merke natürlich, dass es nicht leicht ist, sich als 33-Jähriger gegen die Jungen durchzusetzen. Beim VfB Stuttgart, seinem alten Verein, zu dem er jetzt zurückgekehrt ist, erlebt er nochmal einen neuen Frühling, dennoch wird auch die Vereinskarriere nicht mehr ewig währen. Gomez ist schon so ein wenig wie auf der Ehrenrunde, ob er danach noch etwas mit Fußball macht, weiß er selbst noch nicht. Erst einmal eine Pause, ich lebe,
seit ich 13 bin, mit diesem Fußballterminkalender. Ich habe nie mal eben am Wochenende sagen können, ich fahre mit Freunden ins Grüne, das gab es einfach nie. DPA Mario Gomez im DFB-Trainingslager. Jetzt fährt er zwar nicht mit Freunden, aber immerhin mit Teamkollegen noch einmal 4 Wochen nach Russland. Vielleicht wird es ja doch noch etwas mit einem Titel mit der Nationalmannschaft. Er war deutscher Meister mit den Bayern, Champions League-Sieger, Meister in der Türkei, Fußballer des Jahres, Torschützenkönig in der Bundesliga und der Super League. Nur mit dem DFB-Team darf er sich lediglich Vize-Europameister 2008 nennen. Was auch schon etwas ist. Mario Gomez saß dieser Tage auf einem Stuhl im Garten des DFB-Mannschaftshotels, um ihn herum die Sonne des Südtiroler Trainingslagers. Er sagt, der Fußball ist wahrscheinlich noch nie so oberflächlich gewesen wie derzeit, und dennoch, ich habe es noch nie so genießen können. Ist doch schon merkwürdig.